Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Ja, wir haben in der letzten Folge geschafft gehabt, dass die seine Tafel da zu holen. Und das war eine beschissene Aufgabe, muss ich ehrlich sagen. Weil zu viele Steingolems. Hier, wir müssen. Genau, hier. Conclave of Baal. Wir müssen das Item da jetzt abgeben. Und all unsere Sachen hier wieder. Hier zur Reparatur schicken. Ich glaube, der Eingang war auf der Seite. Nee, doch nicht. Jetzt stecke ich hier dran fest. Das war aber echt beschissen, das Dungeon vorhin. Vor allem, ich hatte mir auch Hilfe aus dem Internet jetzt geholt gehabt, weil. Also, diesen Dungeon hätten wir keinesfalls überlebt gehabt. Wie viele Tränke haben wir überhaupt noch? Das muss ich auch noch schauen. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu verkaufen. So. Healing 36 haben wir noch übrig von 100. Aber wir haben es geschafft gehabt, ohne die Siehst wieder zurückzukommen. The vaults are not safe place for those not strong in arm and wit. Still, it seems you have succeeded in quite an arduous task. Wait a moment and I will complete your bargain. Idolan peers intently at the table. Then Rummages through his robes for a feather pen. A helpful brother holds out an ink well and Idolan pens the location of Mogwood. Somewhere in the province of Blackmarsh. Onto your map. Okay. Das haben wir geschafft. Die Problematik, die wir jetzt aber haben, ist, dass wir für die ganzen Ebenerz-Sachen und so viel Geld jetzt ausgegeben hatten, dass wir vermutlich jetzt nicht genug Geld haben, um alles zu reparieren und Heiltränke nachzurüsten. Und die Ausrüstung ist auch so beschädigt, dass wir wahrscheinlich keine dieser Königs-Dungeons machen können fürs Erste. Dass wir wahrscheinlich eher hier so in der Stadt irgendwo für die Tavernen eher ein paar Jobs machen müssten, die zwar schlechter bezahlt werden, aber dafür sicher sind. Jetzt müssen wir erstmal einen hier finden, einen Händler. Hier haben wir wieder zwei Tavernen. Okay. Wo haben wir jetzt einen Equipment Store? Nearest Store, genau. Southeast. Okay. Das ist schon mal die richtige Richtung, das Southwest. Also hier ein bisschen weiter nach links halten. Ah, hier haben wir schon mal einen. Oder ein paar mehr sogar. Können wir hier mal ein bisschen erstmal was verkaufen? So. Genau, Sell. Was können wir verkaufen? Hier den Buckler auf jeden Fall. Stab, keine Ahnung, wo wir den her haben. Steel Longsword, genau. Genau, weg. Was haben wir hier noch? Hier den Bracelet können wir verkaufen. Ja, viel Geld hatten kriegen wir jetzt nicht. Schade. Aber wir gucken mal, was muss repariert werden. Gut, der nicht. Das gefällt mir, wenn etwas nicht repariert werden muss, aber der auf jeden Fall.
Airdrop. Hallo. Genau, hier so. Gut. Also damit. Wie viel haben wir noch? 3.400 haben wir noch. Was ist damit? Okay, der braucht nichts. ...1.900, wieder fast 2.000. We don't have enough money. Nein! Okay, dann erstmal Jobsuche. Wir brauchen Geld. Und ich hoffe, hier hat irgendwer Ahnung, wo es Arbeit gibt. Nee, das wollten wir nicht. So. Work. No money, eh? It's tough to live in Stormhold without money. Nein, hier kriegen wir nichts. Wir kriegen hier keinen Job. Na toll. Okay, dann würde ich sagen, wir markieren uns den hier. Pennen dann irgendwie 10 Tage durch. Wie viel Geld haben wir dann? Können wir überhaupt 10 Tage durchpennen jetzt irgendwo? Ja, okay, durchpennen können wir 10 Tage. So, hier gibt es keine Taverne. Du gute Lady, wo ist denn die nächste Taverne hier jetzt? East of here. Okay, wo genau East? Du sag mal, wo ist denn die nearest west of here? Okay, ich bin schon dran vorbei irgendwie. Muss bestimmt hier irgendwo sein. Wir hatten doch vorhin genau hier gefragt gehabt. Jetzt sagt ihr auch bestimmt east of here. Ja. Hä? Das heißt, er muss hier irgendwo sein. Okay, du sag mal, wo ist denn... Ah, danke. Der hat es mir auf die Karte geschrieben. Ach, da ist es. Okay. Okay, woher hätte ich wissen sollen, dass das die Tavernen sind? So. Dann wollen wir hier 10 Tage durchpennen. Single. 10. So. Ja. Und. Hier nochmal. 240. Unten. Geht's denn hier jetzt raus? So. Jetzt ist die Frage, wo war noch mal der Laden da oben im Norden? Dann holen wir unsere Sachen zumindest zurück.
Und dann schauen wir mal zu, dass wir irgendwie ein bisschen wieder Geld verdienen. Gott, noch ein bisschen weiter geradeaus. So. Und fragen wir mal, wie sieht's aus? Nice. Perfekt. Dann haben wir wenigstens noch ein paar Sachen, die wieder heile sind. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich. Dann ist die Frage, wo gehen wir erstmal hin? Da haben wir schon mal Mirkwood. Wir sind hier oben. Komm, wir reisen erst einmal dahin. Das würde vielleicht einen Tag dauern, genau. Bis wir da sind. Natürlich kommen wir in der Nacht an. Ich kenne das bisher auch gar nicht anders. Immer nur nachts ankommen. Und dann jetzt erstmal hier rumgeistern, um eine Taverne zu finden. Du, sag mal. Nearest Inn. Ehrenmann. Zwar ein Ganove, so wie er da rumsteht, aber Ehrenmann. Flying Mug. Okay, ich muss an ihm vorbei. Hä? Hat er nicht gesagt, es ist hier? Ist das die? Jo, das ist sie, aber da war kein Schild draußen. Oder habt ihr ein Schild gesehen? So, eine Tag. Eine Tag. Ja, 10 Gold. Erstmal, wie spät haben wir es? Wir haben 5.50 Uhr. Gut, 2 Stunden können wir durchpennen. Und dann fragen wir mal nach, ob irgendjemand einen Job für uns hat. Weil wir brauchen Geld, wir müssen unsere Ausrüstung reparieren, wir müssen Tränke auffüllen. Da ist jemand. Der hat bestimmt was von Arbeit gehört. So, wish I knew about something not. Keep chapping around though. Heißt das, die haben hier keine Arbeit? Heißt das, ich muss hier mal rausgehen und nach irgendwelchen Schätzen suchen? Wish I could help you, friend. Works hard to find in Tender Wall. Okay, hier haben die keine Arbeit. Das heißt, wir müssten zur nächsten Stadt reisen. Das wäre Hailstrom. Alles klar, dann ab dahin. Und natürlich wieder in der Nacht. Ist im Grunde eine große Nachtwanderung, was wir heute machen. Ach so, nur Minotaurus. Ich hatte jetzt irgendwie was Schlimmeres erwartet. Was ist denn das da? Ach so, die Magiergilde.
So, aber jetzt, wo sind die Tavernen? So, guter Herr. Ihr habt bestimmt gehört, wo eine Taverne ist, ne? South of here, natürlich. Das ist keine Taverne. So, immer diese After Dark Society hier. Aber wo soll hier jetzt eine Taverne sein? Was sagt denn die Uhr hier? Wir haben's 2.18 Uhr in der Nacht. Ah, da ist wieder einer. Guter Herr, sag mir so bitte, wo ist denn die nächste Taverne? Oh, danke schön, mein Herr. The King's Helm, gleich hinter mir. Der hat wenigstens so ein Schild vor der Tür. So, den können wir wieder ausziehen und holen wir uns auch noch mal hier ein Zimmer. Ein Tag, genau. Ja. So, und dann können wir hier 6 Stunden durchpennen. So, ich habe noch mal was von der Cola getrunken und dann so. Dann suchen wir uns jetzt Arbeit, in der Hoffnung, dass hier zumindest was gibt. Hier laufen wenigstens welche rum. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das hier nachfragen, genau. Work. No money. Ach ne, hier haben wir auch keine Arbeit. Okay, dann würde ich sagen, hier machen wir ein Safe Game. Mal auf die 2. Und dann suchen wir mal einen Ausgang. Oder vielleicht doch für den König. Vielleicht müssen wir nur jemanden eskortieren von A nach B. Wir können es hoffen. Vielleicht gibt das uns so 6, 7, 8.000 Gold nochmal. Dass wir nur jemanden von einer Stadt zur anderen abliefern. Aber das war heute jetzt auch die große Nachtwanderung, kann man sagen. So, hoffen wir mal, dass wir hier einen guten Job kriegen. Sag ich jetzt mal. My dear Max Deus, what a miserable day you've picked to visit my city-state. In truth, Thurf, I'm very happy to see you, for I found myself in a dire situation. I need someone to deliver something and I am willing to pay quite handsomely. Can you help? Natürlich. 15.000 kriegen wir dafür. Alter. 15.000. Ja, das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. If you agree to take this gold to the Thieves Guild in Grinblade, west of Hellstrom, by Tudas, 17th of Morningstar, I can promise you 15,425 gold pieces from the representative there. You will find the Thieves Guild's man in Calling Cup. I believe the Warp Rats will try to stop this shipment. But my council believes otherwise. We are agreed that you should be ready for any encounter. It may be very dangerous indeed, but you will be 15,425 gold richer if you reach Howling Cup by 2.70 of Morningstar. Okay, nach Hailstorm. €15.000 Lieferung. Euro, sag ich schon. Gold. Eine Lieferung
im Wert von 15.000 ab nach Hillstrom. So, wo sind wir? Hillstrom? Wir sind in Hillstrom. Okay, das muss ich jetzt nochmal ganz genauer durchlesen. So, wo ist das? Ah, nein. In Howling Cup by Tudors and Morningstar, you have 26 days to complete this quest. Ich muss das jetzt nochmal durchlesen. So, wo ist denn das jetzt? You have been hired by a senior Lord of Kings work to recover his banner from the Dark Brotherhood of Seaplane. Ne, das ist das nicht. Das ist es auch nicht. Nope. Hier. You have promised King Germanus of Hellstrom to deliver his gold to a representative of the Thieves Guild of Greenglade. Greenglade müssen wir suchen. Okay. In Howling Cup bei Turas. Also Howling Cup oder Greenglade? Okay, wo haben wir Greenglade? Green Spring? Greenglade! Okay, dann reisen wir darüber. Ich hoffe, es ist helllichter Tag. Nein, es ist Nacht. Das heißt, wieder eine Taverne suchen. Ja, wo ist denn jetzt eine Taverne? Das ist wirklich heute die große Nachtwanderung, was wir hier machen. Oh! Der hat mich echt erschrocken. So. Jetzt kommt's, jetzt sind wir hier sogar noch richtig. Get a room, genau. Single. Eine Nacht, genau, danke schön. Ja, komm. Wir sind gleich 15.000 reicher. Ich würde sagen, wir stellen uns mal hier so auf den Tisch. Wie spät haben wir es? 11.52 Uhr in der Nacht. Gut, camp for a while. Sagen wir 8 Stunden. So, jetzt werden wir auch nicht attackiert, weil wir auf eine höhere Stelle waren. Genau, hier ist der Ausgang. So, dann. You think you should be able to. Okay, die kann ich jetzt nachfragen. Bestimmt ist es ein Inn. Nein, nicht. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte hier nachfragen. Howling Cup. The Prisoner of North of here. Okay. Diese Richtung. So. Da ist jemand, den wir nachfragen können. Hallo. Hey. Hier geblieben. Du, sag mal, wo ist... Hä? Das habe ich doch nicht angeklickt. So, Howling Cup. Ah, perfekt. Howling Cup im Norden direkt da. Okay. Ist das der? Yo. Jetzt gleich sind wir 15.000 Gold reicher. Ah, we are afraid you would not be able to find Howling Cup in time. The Thieves Guild will be so relieved to get this gold, and you will not be forgotten, my good knot. Here's 15.425 gold pieces, as promised. Thank you and goodbye.
Jo, wir sind wieder bei 17.000. Boah, so eine Quest. Mega. Das war wirklich jetzt eine richtig geile Quest. Also, inhaltlich eher weniger, aber an dem kommen wir nicht vorbei. Aber zumindest was Gold angeht, definitiv. Können wir jetzt hier den Rest nochmal verbessern bzw. reparieren. So, was hatten wir? Den hatten wir noch nicht. Okay. Oder bestimmt haben wir irgendwas noch kaputt gemacht bekommen wegen dem einen Wolf. Gut, der braucht nichts. Der braucht nichts. Was damit? Okay, Helm braucht auch nicht. Oh, Tower Shield muss definitiv. Airdrop. Dann noch die Katana, der muss. Der ist wenigstens noch günstig. Also nochmal Airdrop. Jo. Ich glaube, der ist auf Dauerbetrieb. Genau. Nein, den. Wie viel hat er jetzt? Der muss jetzt 5 haben, ne? 4. Okay, das heißt, ein könnte er noch. Genau, Racers, die sind wichtig. Jetzt hat er 5. Das heißt, mehr kann er nicht. So, den muss ich so markieren. Und hoffen wir mal, auf der Rückseite oder so ist nochmal einer. Oder ja doch nicht. Der Nebel ist aber auch heftig. Ich hätte jetzt wirklich gerne noch so ein Dingens hier, so ein Equipment Store. Bestimmt da im Süden, da wo der auch selber war, ist bestimmt noch irgendwo einer. Ist das der oder? Nee, das ist der nicht. Das heißt, wir können hier auch nochmal rein. So. Kann der auch noch ein bisschen was reparieren. Und ich hoffe, wir haben noch genug Geld, um uns noch ein paar Tränke zu kaufen. So. Shielding, genau. Hier. Ebony Bracelet, genau. Okay, der braucht nicht. Belt of Agility muss auch nicht. Ebony Torb muss nicht. Mit einem Amulett. Haben wir noch irgendwas? Nö. Wir haben nichts mehr, was repariert werden muss. Gut, dann suchen wir jetzt die Magiergilde auf. Beziehungsweise die Magiergilde suchen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.